Was ihr hier vor euch seht, ist ein mächtiger Speerwall. Nicht etwa ein handelsüblicher Kehrbesen, den ich hier habe, sondern das sind Speere. Falls ihr das nicht glaubt, zeige ich euch in dem Video mal, wie man aus Besenborsten Speere für seine Miniaturen macht. Ihr habt das vielleicht schon an anderer Stelle irgendwo im Netz gefunden, aber ich habe gesehen, es gibt noch kein Video dazu, zumindest auch nicht auf meinem Kanal, und deshalb mache ich jetzt mal kurz, zeige ich euch kurz, wie man ja, Speere aus Besenborsten macht. Alles, was ihr dazu braucht, ist ein Besen, wie ihr ihn hier seht, mit Plastikborsten. Da seht ihr selbst, die gibt es natürlich auch in unterschiedlichen Stärken. Ihr braucht natürlich eine gewisse Dicke von, sagen wir mal so, 2 mm, 1,5 mm für eine Borste, damit das Ganze auch die richtige Dicke für eine 28 mm Miniatur hat. Umgekehrt könnt ihr natürlich dünnere Borsten auch nehmen für kleinere Maßstäbe, sei es 20 mm oder 15 mm oder sogar vielleicht 10 mm. Da braucht ihr natürlich deutlich dünnere Borsten. Ich benutze allerdings auch teilweise hier diese Borsten für 15 mm Miniaturen, um beispielsweise Piken darzustellen oder Ritterlanzen, weil diese Borsten hier auch gar nicht wirklich einheitlich dick sind, sondern die sind auch ein bisschen unterschiedlich, und dann nehme ich die dünneren eben für 15 mm Figuren. So, abgesehen von dem Besen an sich braucht ihr eine Schere oder einen Cutter und so eine Spitzzange. So, der erste Schritt ist es einfach hier, sich einmal so eine Borste rauszuschneiden in der passenden Länge. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass das ungefähr die Länge ist, die ich haben möchte. Ich habe hier zum Vergleich auch nochmal einen Metallspeer. Ja, ein bisschen länger. Ich schneide den einfach mal auf die richtige Länge. Und da sieht man auch, dass die Dicke in etwa passt. Die Borste ist sogar ein bisschen kräftiger noch als der Metallspeer. Was aber ganz gut zu den meisten Minis passt. Also diese offenen Hände von beispielsweise Gripping Beast, da passt der Speer hier super rein, beziehungsweise die Borste. So, im nächsten Schritt wollen wir dem Ding noch eine Spitze verpassen. Das machen wir mit der Zange. Und zwar hier mit dem flachen Bereich, also nicht mit dem geriffelten, sonst bricht es nur unnötig auf. Und ja, so etwa 4, 5 mm, so dick ihr das Ganze eben haben wollt, drückt ihr das nun flach, dann habt ihr so eine Art, das sieht ein bisschen aus wie ein Ruder, und da kann man jetzt beispielsweise die Schere nehmen und das Ganze spitz zuschneiden an beiden Seiten. Oh, ich habe das passt jetzt hier. So, fertig ist der Speer. Ganz einfach. Und das könnt ihr eben mit einer Schere machen oder eben mit einem Cutter. Da ist es manchmal ein bisschen präziser, wenn ihr das Ganze so ein bisschen dreieckig nach vorne hin abschneidet. Oder ihr nehmt eine Nagelschere oder was auch immer. Und habt dann eben eine schöne Spitze. Und so sieht dann der fertige Speer aus. Und der große Vorteil, den diese Borstenspeere haben, ist zum einen, ihr könnt richtig viele Figuren damit ausstatten. Also ihr müsst sogar Figuren nachkaufen, weil da sind so viele Speere. Da könnt ihr eure durchschnittliche Sammlung wahrscheinlich gar nicht mit bestücken. Da habt ihr noch so viel übrig, da müsst ihr unbedingt noch weitere Miniaturen kaufen. Und der Vorteil ist einfach, diese Borsten sind flexibel. Das heißt, zum einen, der Speer bricht nicht so leicht ab. Also mit Sekundenkleber, das Plastik an Metall verklebt beispielsweise, es hält bombenfest. Also ich verliere so gut wie keinen Speer, nachdem ich ihn angeklebt habe. Während ich Metallspeere immer verloren habe. Also dann musst du die Miniatur nur einmal doof anfassen und schon bricht die Klebestelle wieder aus.
Ich habe Stahlstifte probiert als Speere. Ich habe so fertige Speere versucht. Zinnsperre, das ist überall der gleiche Scheiß. Das Zeug bricht einfach ab. Zinnsperre haben zudem noch den Nachteil, dass sie natürlich verbiegen, dann müsst ihr sie zurückbiegen, dann platzt die Farbe ab, etc. Farbe abplatzen ist schon wieder das nächste Thema. Also gerade bei Metall platzt ja Farbe viel schneller ab als bei Plastik. Und dann habt ihr dann eigentlich oft den Effekt, dass gerade so das Ende irgendwie hier, das Speerende, dann platzt dann die Farbe ab und dann glänzt das wieder. Und dann müsst ihr nachmalen etc. Und wenn der Speer abbricht sowieso, dann bricht noch ein bisschen Farbe mit raus und dann müsst ihr wieder drüber malen. Ja, deshalb meine Empfehlung hier, Besenborstensperre, absolut top. So, ich hoffe, ihr kanntet den Tipp noch nicht und konntet damit was anfangen. Und ja, bis zum nächsten Mal.